In der Nacht zum Dienstag startete um 2.50 Uhr der neue Erdbeobachtungssatellit Sentinel-2B. Top, allumage P80 et décollage. Die Satelliten sollen vor allem die Vegetation an Land vermessen. Wegen der schnellen Reaktionszeit können die Sentinel-2B-Satelliten gerade nach Naturkatastrophen zu einer schnellen Einschätzung der Lage genutzt werden. Die ESA achtete bei dem Start des Satelliten darauf, möglichst wenig zum wachsenden Problem des Weltraumschrotts beizutragen.